Ich habe ja bei meiner Rede eben auch mal gefragt, wer ist Nichtbauer? Und ich glaube, fast 50% sind Nichtlandwirte. Und das ist genau das Wichtige. Wir müssen die Bevölkerung auf die Straße kriegen, weil das Problem ist, und das haben wir bei Lindner gerade erfahren, ob sie es verstanden haben drüben im Reichstag. Nein, haben sie nicht, beziehungsweise im Kabinett. Die Ampel hat es nicht verstanden. Herr Lindner hat ja auf der Bühne gesprochen. Er versteht nicht, dass wir Unternehmer Freiheiten brauchen. Wir sind Unternehmer, die ganzen Mittelständler, Handwerker, alle hier, Spediteure. Wir brauchen einen Rahmen von Politik, in dem wir uns bewegen können. Und der Rahmen, der ist jetzt so klein geworden, dass wir gefühlt Zwangsjacken haben und einfach nur ausführende Organe sind, Steuern bezahlen sollen und als Melkkuh der Nation gelten sollen. Und jetzt haben die Leute die Schnauze voll. Gerade wir Landwirte haben das ja, ich glaube, die letzten 10 bis 15 Jahre miterlebt, dass man uns immer und immer mehr aufbürdet. Und diese zwei Dinge, weshalb wir auf die Straße gegangen sind, darum geht es ja gar nicht mehr. Das sagen ja selbst die Ministerpräsidenten. Und deswegen kann ich nur appellieren, dass es weitergehen muss. Wir als Bevölkerung zusammenrücken müssen. Und wir als Bevölkerung, wir gehen ja nicht auf die Straße für eine bessere Work-Life-Balance oder sowas. Ja? Sondern wir gehen auf die Straße für eine Perspektive. Ich höre nur aus dem Kabinett, was nicht geht. Ich will mal was hören, was geht. Ich will mal einen Hoffnungsschimmer haben. Und den sehen wir nicht. Dieses Land ist einer Trägheit unterwegs. Das kenne ich gar nicht. Ich bin britischer Staatsbürger. Ja? Die Briten haben mit dem Brexit zu tun. Trotzdem haben die ein Wachstum. Wir sind das einzige Land als Industrieland mit einem negativen Wachstum. Solche Begriffe erfindet man schon. Ja? Und global gesehen gibt es zwei Länder, Argentinien und Deutschland, mit negativem Wachstum. Und ich höre immer nur, ja, Schuld hat der, Schuld hat Putin, hat Schuld, die Ukraine, die Taliban. Ich habe keine Ahnung, wer alles schuld sein soll. Ja? Ich glaube, andere Länder haben das gleiche Problem in Europa. Und trotzdem haben die ein Wachstum. Ja? Und wir haben es geschafft. Und ich bin der Meinung, dass hausgemacht ist, dass wir die höchsten Strompreise haben. Wir sind seit dem Ausstieg der AKWs zum Netto-Stromimporteur geworden. Wir sind auf einem Weg unterwegs, in dem wir unsere Industrie abschaffen, weil wir meinen, wir müssen das Klima retten. Ich behaupte einfach mal, egal was wir machen, selbst wenn die alle aufhören zu atmen, wird sich am Klima nichts verändern, aber auch gar nichts. Die Klimakleber müssen hier auf der Straße sein. Man will uns den Diesel so teuer machen, dass wir gar nicht wettbewerbsfähig sein müssen. Ja? Niemand auf dieser Welt setzt einen Liter Diesel so effizient ein wie diese Berufsgruppe. 60.000 Schiffe fahren jeden Tag auf den Weltmeeren umher und wir holen jetzt allen Ernstes Lebensmittel aus Neuseeland, aus Brasilien und das soll nachhaltig sein. Wir wollen auch Regionalität, wir wollen Wertschöpfung, wir wollen Steuern haben, wir wollen Arbeitsplätze hier haben, wir wollen, ich komme vom Dorf, ja, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und das kann doch nicht wahr sein. Die ländliche Bevölkerung wird komplett vergessen von diesen Menschen dort drüben und die Leute haben einfach die Schnauze voll.